Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. 1443 Teile können sagenhafte 83 cm lang werden, nennen sich Tragschnabelwagen, wurden von Blubricks rausgebracht und haben 60 Euro gekostet. Und ob diese 60 Euro gut investiert sind, das will ich euch jetzt zeigen. Ein Karton, der diesmal unspektakulärer ist wie der Karton von Blubricks als solches. Deswegen habe ich ihn auch noch nicht hier oben stehen. Er kam nämlich ziemlich zerschrottet bei mir an. Habe ich ihn gleich ausgepackt, um mal grob zu überfliegen, auch wenn es vielleicht unmöglich erscheint. Aber kann das stimmen, was ich hier habe, oder fehlt auf dem ersten Blick was? Also das scheint in Ordnung zu sein. Also ich denke mal, die Post ist momentan also wirklich sehr damit überfordert, dass sie jeden Tag Pakete verschicken muss, wie verrückt. Schmeißen wir den mal hier hin. Ihr seht, hier liegen also die ganzen Teile vor mir. Die Grundplatten, immer wieder schön, das zu sehen, ob sie gerade oder schief sind. Diese scheinen dann hier, beide übereinander gedrückt, scheinen gerade zu sein. Da kippelt jetzt erstmal nichts. Viele, viele Räder. Noch mehr Räder. Die ganzen Aufhängungen. Ich finde nicht mal die blauen Steine auf den ersten Blick. Ich würde sagen, ich packe die Tüten jetzt alle mal aus und dann gucken wir mal, ob hier irgendwas Spannendes dabei ist. Ich denke mal nicht. Ich packe die aus und ich denke mal, dann werden wir auch sofort losbauen können, weil es nicht viel zu erzählen gibt. Lassen wir uns überraschen, hä? Der Tisch ist voll, auch wenn ihr das alles gar nicht so sehen könnt. Zwei Transclear-Teile sind mit dabei. Die sehen wunderbar aus. Das freut mich natürlich sehr. Also es ist wirklich an allen Ecken und Kanten zu sehen, dass bei Blubricks was passiert. Ja, ich schimpfe immer viel, aber wenn es dann positiv ist, so wie in diesem Fall, dann darf ich das ja natürlich auch gerne mal klarstellen. Die Sortierung der Tüten, die wirft Fragen auf. Ich denke mal, diese Fragen, die ich da habe, werden sich zum größten Teil auch positiv beantworten lassen. Ich weiß nicht, wer von euch alles den Newsletter abonniert hat. Ich habe das natürlich getan und so bekomme auch ich dann sonntags meine E-Mails, wo dann teilweise die Neuerscheinungen vorgestellt werden. Und ich weiß, dass der Tragschnabelwagen mehr als einmal da drin gewesen ist und dann ist er aber trotzdem nicht gekommen. Die Sortierung der Tüten lassen vermuten, dass es also wirklich so ist, dass dort jetzt regelmäßig alles aufgebaut wird, was denn aus China den Weg nach Deutschland gefunden hat, bevor wir das kommen. Das war ja eine Zeit lang wirklich ein ganz großes Problem. Da wurde nichts gemacht. Wir haben zum Teil miserabel gepackte Sets bekommen und Blubricks musste uns auf deren Kosten die Ersatzteile schicken. Anscheinend baut hier jemand zusammen, weil ich habe zum Beispiel hier eine Schüssel mit 1x2 Steine und hatte noch eine Tüte mit dabei. Da waren nochmal 3 1x2 Steine drin, obwohl reichlich davon da gewesen sind. Zeitgleich lagen viele, viele Achsen in dieser Tüte. Ich hatte aber auch noch eine andere Tüte. Da lag eine Achse mit dabei, wo ich mich auch nur gefragt habe, warum legt man nur eine Achse in diese eine Tüte? Also denke ich mal, hat man da zweimal irgendwo eine Nachlieferung bekommen, weil es gab noch eine dritte Tüte mit Achsen. Und das macht ja alles irgendwo keinen Sinn. Es hätte Sinn gemacht, dass man die Achsen sortenrein in eine Tüte packt. Des Weiteren waren die Räder auf mehrere Tüten verteilt. Also ich denke mal, hier sind die wirklich mittlerweile auf einem sehr guten Weg. Kontrollieren, was kommt. Sie lassen es ja woanders packen. Hier gucken sie dann jetzt endlich mal nach, haben wir alle Steine, bevor wir das rausschicken. Also die Sortierung der Tüten spricht ganz klar dafür. Da hat einer drüber geguckt, da hat er gesehen, ui, das fehlt, das muss nachgeordert werden, das wurde gemacht. Und dann, denke ich mal, kam wieder irgendwie was zu wenig, aber man hat es kontrolliert. Das ist sehr schön. Blubricks, wenn ihr das seht, da seid ihr auf dem richtigen Weg. Das finde ich wirklich toll. So macht es nicht nur ohne Rennen Spaß, endlich den Tragschnabelwagen, auf den ich ja auch schon viele Monate gewartet habe, zusammenzubauen, sondern ich gehe davon aus, es wird auch kein Teil fehlen. Also vielleicht schrumpft das auch immer weiter zurück in die Vergangenheit, dass man da mal drüber meckern kann oder dass man sich darüber ärgern kann, dass man mitten im Bau, wie es bei mir bei der Tankstelle ja im ersten Video
gewesen ist, dass man da auf einmal abbrechen muss, weil es geht einfach nicht weiter, weil da fehlen die Steine und nicht jeder hat, wie es in diesem Falle gewesen ist, 120 Steine sind es, glaube ich, gewesen. Die hat er nicht mal eben schnell zu Hause liegen. Es sei denn, es ist jemand, der einen Mock nach dem anderen macht, der hat es vielleicht. Ich habe es nicht. Somit war für mich dann ein größerer Stillstand und ich hoffe, dass mir das heute erspart wird und euch erspare ich jetzt weiteres Gerede, weil ich möchte jetzt mit dem Ganzen anfangen. Ich möchte den fertig sehen, ihr wahrscheinlich auch und deswegen geht's jetzt mal ran ans Werk. Baustelle sind schon gemacht und ich denke mal, wir können mal kurz einen Blick werfen. Es ist bis jetzt alles wahnsinnig rot. Es bleibt ja im Grunde genommen auch alles wahnsinnig rot, aber bis hier ist im Grunde genommen bis auf 8 Steine nur rot. Ich halte es mal hier hin. Könnt ihr diesen, ich gucke da mal mit, ihr könnt das erkennen, dass es hier wie so ein Käfig um das Ganze gibt. Ihr habt es ja bestimmt auch im Speedbild so ein bisschen gesehen. Also das ist eine sehr fummelige Arbeit, das dann auch später auszurichten, dass es so halbwegs aussieht. Das ist schon wirklich eine Herausforderung. Das hält soweit, von der Klemmkraft her ist das wirklich alles in Ordnung. Was allgemein, was bis hierhin gebaut wird, also ich kann es mal hier an die Spitze nehmen und dann drehen wir das mal rum und ihr seht, da fällt soweit nichts ab. Dass wir hier nicht von einem Fahrmodell reden, ich glaube, das ist irgendwo jedem klar, weil das Ding ist ja hier später irgendwo so lang. Also es passt mal gerade noch ins Bild. Ich halte es jetzt nur an. Ich glaube, das dürfte dann später die gesamte Länge des Ganzen werden. Also wenn ich hier hingucke, ihr seht da den Rheingold stehen und ich glaube, der dürfte fast so lang werden wie der Rheingold. Naja, ich baue dann da hinten dann mal um und dann stelle ich den dann dort oben auch erstmal rein. Also, naja gut, mit Lok braucht man nicht drüber reden. Mit Lok davor ist das Ding definitiv länger als der Rheingold zum jetzigen Zeitpunkt. Fehlteile bis hierhin keine. Klemmkraft, habe ich gerade gesagt, ist völlig ausreichend bis hierhin. Das hält alles soweit. Das hält auch bei dem anderen. Also ich habe jetzt hier nicht einen rausgesucht, der jetzt besonders gut hält. Kleinen Tipp, den ich euch geben kann. Nehmen wir mal hier einfach die beiden schwarzen. Hätte ich auch machen können. Warum gebe ich euch das als Tipp und mache das selber nicht? Also, ne? Ohne Worte. So, macht euch hier eine kleine Konstruktionshilfe drunter. So könnt ihr hier ein bisschen besser drücken, wenn ihr das macht. Warum ich das nicht gemacht habe, aber euch zeige. Altersdemenz. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also, packt euch da was drunter. Ihr habt die Steine hier. Das funktioniert. Könnte machen. Und liebe Jungs von Bluebricks, falls ihr gucken sollt, ich habe da eine Stelle gefunden, hier unten drunter, hier, wo wir die schöne Fassade dran setzen, da ist umbaute Luft, da wäre Platz für ein Bluebricks gewesen. Nur mal so nebenbei. Ich würde sagen, weiterbauen. Baustelle, vielleicht auch nur die Hälfte, weil man ja alles doppelt baut. Das ist nun mal so, der sieht vorne und hinten
gleich aus. Also kann man hier beruhigt jeden Schritt zweimal machen. Man hat dann immer das Richtige gebaut. Alles wahnsinnig stabil bis hierhin. Kritikpunkt von meiner Seite aus. Ihr wisst das, ich stelle mir die Sachen ins Regal. Für mich sind es Display-Modelle und ich denke mal, mit diesem ein oder fast ein Meter Gerät auf der Bahnanlage wird keiner wirklich viele, viele Runden drehen. Aber das Ding ist als Fahrmodell gedacht und so konzipiert. So. Und somit ist das hier, also ihr könnt das sehen, das ist hier, es soll ja kurvengängig sein. Also das wackelt hier alles wie ein Lämmerschwanz, damit das Ganze auch funktioniert. Das ist soweit in Ordnung für den, der das Ganze dann auf der Anlage bespielen möchte. Aber mich kostet das jetzt schon Nerven, wenn ich nur daran denke, dass ich das Ganze später in der Länge gerade auf meine ganzen Schienen setzen soll. Da wird mir Angst und Bange. Da werde ich da mal schauen. Also ich werde da gucken, jede Menge Plates hier drunter zu schmeißen. Kann ich das mal schnell? Ich versuche das mal einfach nur schnell zu demonstrieren, damit ihr wisst, was ich meine. Ist jetzt natürlich alles, das wird alles nicht wahnsinnig stabil. Ich hätte das dafür auseinandernehmen müssen oder ich muss das dann dafür ein Stück weit auseinandernehmen. Einfach mal nur kurz, damit ihr seht, was ich meine. Gehe bitte drauf und halte auch. So, und hier das gleiche nochmal. Wenn man mal schnell sein möchte, um was zu zeigen. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Oder passt das mit den Abständen hier nicht? Kann das sein? Obwohl, es muss doch normalerweise aus meinem Verständnis raus funktionieren. Nee, das funktioniert nicht, weil das mit den Noppen nicht hinhaut. Ich müsste dann rein theoretisch also noch mal was draufsetzen. Jetzt will ich noch mal wissen, würde das funktionieren? Dann kommen wir, nehmen wir das gleiche noch mal. So, jetzt funktioniert das, weil ich nämlich jetzt erst über die Achsen komme. Der ist zu kurz. Der ist lang genug. Gut, so, also das würde eine Menge Steine bedeuten. Na gut, es sieht nicht schön aus. Ja, will ich nicht verhehlen. Hier drüber ist dann auch kein Platz. Oder kann ich das drehen? Nee, das kann ich auch nicht drehen. Okay, das ist dann so. Das muss ich jetzt mal so zugestehen. Das geht nicht anders. Ich hatte gehofft, ich könnte das irgendwie so machen, dass es für mich als Standmodell wesentlich leichter von der Anlage zu nehmen ist als so. Schade, schade, schade. Muss ich damit leben, dass da wahnsinnig viel rumflattert. So, und jetzt das alles wieder auseinanderbringen. Okay, das ist jetzt kein Kobi, das geht sogar noch relativ schnell vonstatten. Auch wenn ich bislang noch immer keinen blauen Teiletrenner habe, geht es dann auch mal so. Gut, so, alles ist wieder beim Alten. Es ist wieder alles so, wie es war. Also das ist wahnsinnig. Es ist ja nicht instabil, aber dass sich das hier alles so wegdreht und ich das immer wieder ausrichten muss, das macht mir dann schon so ein bisschen Angst, weil, wie ich da schon sagte, es muss ja auf eine Bahnanlage. So, die beiden Teile von dem Tragwagen, Schnabel, Wagen, langer Waggon. Die beiden, oder das Vorder- und das Hinterteil von dem langen Waggon, sind fertig. Jetzt kommt das Mittelteil. Ich bin gespannt, ob sich das, was ich hier gerade erleben darf, ein was Großwachsendes auf dem Tisch zu haben, was auch wirklich alles sehr gut durchdacht ist und was auch wirklich alles vernünftig hält bis hierhin, ob sich das so durchzieht. Ich will es rausfinden und deswegen baue ich jetzt weiter.
Bauschritt 114. Das Ganze wächst und gedeiht. Und hier habe ich jetzt eine Stelle. Es ist vielleicht ein bisschen Jammern auf hohem Niveau bei diesem Set. Also es macht Spaß zu bauen. Es gab bis jetzt keine Fehlteile. Die Klemmkraft der Teile ist soweit in Ordnung. Und auch die Bauanleitung als solches ist durchdacht. Die Bautechniken, die hier kommen, sind okay. Ich hatte euch das hier einmal mit der überbauten Luft gezeigt. Das hält so. Man hätte das machen können, aber nicht machen müssen. Aber hier, denke ich mal, ist jetzt ein Punkt, den möchte ich euch mal zeigen. Mal die Maus hier ein bisschen weglegen. Ich denke mal, hier muss man es machen. Ich muss mal kurz gucken, dass ihr das auch sehen könnt. So, hier geht es gleich ab. Und wenn wir jetzt mal hier reingucken, erkennen wir auch gleich ganz schnell, warum das so ist. Hier ist ein wunderschöner Hohlraum. Hier denke ich mir, ich habe sie leider nicht mehr im Blau gehabt. Aber ich denke mal, so ist das auch schön. Und ihr könnt direkt sehen, was ich hier gemacht habe. Das ist perfekt. Ihr könnt das erkennen. So, und jetzt haben wir hier keine Auflage von drei Noppen. Eine Auflage von zwei Noppen. Jetzt haben wir eine Auflage von vier Noppen. Und schon seht ihr hier auch, wenn ich jetzt biege, jetzt bricht es auf einmal hier. Da baue ich drauf, dass noch Stabilität hineinkommt. Aber ich denke mal, es war jetzt schnell zu erkennen. Ich habe das wirklich mal wieder mit den kleinsten Mitteln gemacht und habe sofort die größte Wirkung erzielt, nämlich maximale Stabilität. Das hier wird nicht unbedingt einfach. Also das ist ein ganz schöner Klopper. Der ist massiv. Der hält bis hierhin auch wirklich wunderbar. Und wenn das jetzt alles hier dann nur auf zwei Noppen lasten soll und auf der anderen Seite auch nochmal zwei, da habe ich persönlich ein bisschen Sorge. Da hätte man diese Teile von Anfang an mit dabei packen können. Die machten jetzt keinen Sinn, dass man die Teile weggelassen hat. Also dieses Set wäre jetzt kostentechnisch nicht 10 Euro nach oben gegangen, hätte man uns diese beiden Teile gegönnt. Man hätte sie sogar in Blau dabei legen können und wäre in Sachen Eisenbahn so ein bisschen dieser blauen Steingeschichte hinterhergegangen. Also, wie gesagt, das wollte ich euch kurz zeigen bis hierhin. Es macht trotz alledem Spaß, das Ganze zu bauen. Hier hätte man es anders machen können. Vielleicht nicht müssen, aber können. Also ihr seht schon hier, das wird wirklich eine riesengroße Geschichte. Jetzt kommt hier das Gleiche nochmal dran. Dann stehen wir schon hier. Dann noch die beiden, ich weiß gar nicht, nennt man es, ja, Triebwagen könnte es ja nicht sein. Es wird ja von der Lok gezogen. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Es ist mit Sicherheit der ein oder andere Eisenbahner, der mir das sofort sagen kann, wie man das nennt. Ich höre jetzt auf zu quatschen, habe alles gesagt, was ich sagen wollte, bis hierhin. Naja, sage ich vielleicht dann doch noch mal was. Aber jetzt baue ich erstmal weiter und das kann ja eigentlich nicht mehr lange dauern, bis ich fertig bin, denke ich mal. ...197 Bauschritte und ich denke mal den 198. den machen wir jetzt mal zügig zusammen. Alleine schon, um da so ein bisschen Vorurteil auszubilden. Ich habe ja gesagt, ich habe das hier so ein bisschen verstärkt, damit das Ganze dann stabiler wird. Vielleicht war es überflüssig, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber das ist auf jeden Fall jetzt wahnsinnig stabil. Das hält
Und jetzt kommt, naja, beim PKW würde man vielleicht sagen, die Hochzeit. Hier wird man das mit Sicherheit nicht so sagen. Das muss ich erstmal, also das ist ja so eine Sache. So, da habe ich ja gesagt, da graut es mir so ein bisschen vor, das dann später alles zusammenzubringen. So, ich habe jetzt hier die 2x2 Plates reingetan, um dem Ganzen Stabilität zu bringen. Der ein oder andere wird vielleicht schon gedacht haben, oh, mach das lieber nicht, du verstopfst dir das Loch. Aber bedingt dadurch, dass die 2x2 auch nochmal ein Loch unten drin haben, seht ihr hier, funktioniert das. Ich kann das hier hochheben, also es liegt nicht auf, es hält und die Plates sind da drin. Also hier ist sehr, sehr viel Das wird nochmal alles höchst interessant, das dann später auf die Schienen zu bringen und jetzt hier mal so ein bisschen halbwegs vernünftig hinzustellen, dass es auch ein bisschen nach was aussieht. So, das war die eine Seite. Stellen wir es mal so hin, da sieht es auch recht gerade aus. Und die andere Seite, das gleiche Spiel nochmal. Achsen über Achsen. So, da ist auch das drin. Ob meine Stabilisierung hätte sein müssen oder nicht, es wird ein ewiges Rätsel bleiben. Ich fühle mich so sicher zu wissen, dass das da drin ist. Und hier steht jetzt mehr schlecht als recht, aber es steht dieses gewaltige Monster vor mir. Noch nicht hundertprozentig gerade, das kommt dann später, wenn es im Regal landet. Ich mache euch da dann noch mal ein Foto, das setze ich in den Community-Tab rein und dann könnt ihr euch das alle noch mal anschauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert. Das sieht wahnsinnig gut aus, es passt ganz ins Bild rein. Ich habe vielleicht vorhin so ein bisschen mit der Länge übertrieben. Ist, glaube ich, ein kleines Männersymbol-Syndrom. Gut, so. Also, das sieht wirklich wahnsinnig schön aus. Ich habe endlich was für meine E50. Ihr erinnert euch an das Video. Ich war am Zweifeln, was mache ich mit dieser Lok überhaupt. Hier wird sie erstmal vorkommen. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, nee, die passt nicht so ganz dazu. Nimm lieber die 151. Ich mache jetzt erstmal die E50 dazu, denn auch das ist eine Güterlok gewesen für den schweren Güterverkehr. Das, denke ich mal, wird erstmal wirklich gut aussehen. Dann sie ja mal. Ich habe immer Angst, sie anzufassen. Ach, jetzt packt sie da wieder mit an und mein Mikrofonkabel streikt. Mal vorsichtig rausgenommen. Wo haben wir jetzt noch Platz im Bild? Auf der Seite so ein bisschen. Magneten funktionieren, das ist ja schon mal wunderbar. So, und das passt sogar noch alles halbwegs hier ins Bild rein. So, also das auf einer Bahnanlage. Das wird natürlich wahnsinnig gut aussehen, aber ihr habt das beim Marco im Video gesehen, ihr möchtet da keine Kurven einbauen. Also da rasiert dieses Geschoss dann doch alles zusammen. Ich hatte mal einen Zollstock hier, habe ich auch immer noch. Das ist schon, das ist gigantisch. Also das ist wirklich ein ordentlicher Brummer. Also hier 83 cm, wie wir es im Video ja auch sehen durften. Und somit hätten wir hier gesamt 1,20 Meter auf unserer Bahnanlage stehen. Also das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich bin wirklich begeistert. Es hat Spaß gemacht, das Ganze zusammenzubauen und es macht auch wirklich eine Riesenfreude, das jetzt hier schon zu sehen. Und wenn das dann im Regal steht, das macht was her. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Da bin ich also überhaupt nicht böse. Diese 60 Euro habe ich gerne investiert. Es ist wahnsinnig stabil gebaut. Es hat jetzt keine großartig gewagten Bautechniken. Also hier ist wirklich die Optik ist hier gemacht worden. Und es geht diesmal nicht so auf Kosten des Designs, auf die Stabilität, wie wir das gewohnt sind. Also das ist wirklich ein Brecher. Das Ding ist
stabil, stabil bis zum geht nicht mehr. Wir haben jede Menge, also wirklich jede Menge Teile übrig behalten, was eigentlich auch wahnsinnig ungewohnt ist. Also hier ist einiges, was übrig geblieben ist. Und nein, ich habe nicht vergessen, die Hälfte einzubauen. Es ist wirklich wahnsinnig viel. Aber was ich so ein bisschen verwunderlich finde, und da kommt jetzt wieder so ein bisschen der erhobene Zeigefinger und so ein bisschen das Gemecker. Ihr werdet das sehen können. Jetzt schaut mal hier. Ich habe hier Räder. Räder wie verrückt. Und auch die passenden Achsen dazu. Ich vermute mal so ein bisschen, dass die Verzögerung, die es bei der Auslieferung gegeben hatte, was damit zu tun hat, weil das ist untypisch, das ist wirklich untypisch, dass mal ein, zwei Räder dabei sind. Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist völlig in Ordnung. Das flutscht mal so durch die Maschine beim Abpacken. Aber das hier ist brutal. Ich vermute, dass es da ein Problem gegeben hat. Wie gesagt, das ist eine Vermutung, das ist meine Meinung. Und man hat uns dann im Prinzip, wie es beim Rheingold gewesen ist, nochmal neue Räder und neue Achsen dabei gepackt. Das große Problem ist, ich wüsste aber gar nicht, welche sind jetzt mit dazugekommen. Gibt es irgendwo Probleme mit Räder und Achsen? Wenn ja, dann weiß ich nicht, bei welchen Rädern und bei welchen Achsen das gewesen ist. Oder gab es Lieferungen, wo das gefehlt hat und man hat pauschal einfach überall welche mit dabei geschmissen. Das ist jetzt vielleicht wie in meinem Fall. Das reicht ja hier. Das ist locker der zweite. Ich zähle es mal schnell. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Und hier wäre jetzt das Zusatzrad, was vielleicht mit dabei gewesen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 und eine Achse zu viel. Das ist das, was ich erwarte. Also ich habe hier zwei Radsätze drin. Hätte ich vielleicht vorher mal zählen können. Aber das war ja auch alles irgendwo zusammen. Also ich habe doppelt so viele Räder und Achsen, wie eigentlich für das Gespann gebraucht werden. Es bleibt eine Vermutung, dass es Probleme mit Achsen und Rädern oder nur mit Rädern oder nur mit den Achsen und man hat einfach alles mal austauschen wollen, gegeben hat. Hätte man uns aber vielleicht sagen müssen und hätte das dann irgendwie kennzeichnen müssen, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Die Achsen und die Räder haben hier alle gehalten, sie sind hier alle drin. Es quietscht auch komischerweise nicht so, wie man das zum Teil gewohnt ist. Also das wird zumindest in meinem Falle ein riesengroßes Rätsel bleiben. Vielleicht sieht es bei dem einen oder anderen anders aus. Vielleicht hat auch irgendjemand das Ganze gekauft und dem fehlen die Räder und die Achsen. Dass ich vielleicht die doppelte Menge habe, dann schreibt mich an. Kriegen wir hin. Also so viele Räder brauche ich hier nicht auf Halde. Also ist eine Menge Teile übrig geblieben. Es hat keins gefehlt. Das ist alles wunderbar. So, und was erzähle ich euch jetzt noch? Ich glaube, erzählen kann ich euch jetzt zu dem Ganzen nicht. Das wird es natürlich nicht bei mir bei eBay geben. Habe ich ja gesagt, verkaufe ich mal hier und da das, was ich nicht haben möchte. Das Ding möchte ich haben. Der wird bei mir bleiben. Das wird ein Eyecatcher. Schöner Begriff, wird immer häufiger verwendet. Also ich freue mich da wirklich sehr drüber, dass ich mir den geholt habe. Ich hoffe, ihr hattet auch den Spaß, mir beim Bauen zuzuschauen. Und somit könnt ihr schon raushören, sind wir am Ende. Und mir bleibt nichts weiter übrig, als mich dabei zu bedanken, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Dass es euch gefallen hat, hoffe ich. Dann drückt das doch einfach mit dem Daumen hoch aus. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir in die Kommentare, was hat euch da nicht gefallen. Oder schreibt mir rein, wie gefällt euch das Ganze. Sehe ich das alleine so, dass der wunderbar ist. Vielleicht täusche ich mich auch und ihr sagt, ja, ich will den unbedingt, der soll bei mir auf die Anlage fahren. Auch das würde mich wahnsinnig interessieren. Schreibt es mir einfach unten rein. Bis zu meinem nächsten Video, da wünsche ich euch natürlich wieder eine gute Zeit. Bleibt bitte, bitte gesund, damit wir uns bei meinem nächsten Video auch genauso frisch wie heute wieder treffen können. Ich bedanke mich nochmal für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.